was ganz was Seltenes, weißt du warum? Busse, wenn wir haben, haben wir immer aktuelle Modelle. Und diesmal haben wir jetzt nochmal die allererste Generation T5. Nichts Facelift, gar nichts. Erste Generation T5 von Kfz Mondial. Weil, warum? Beckmann Daniel hat jetzt auch den 2er Golf da hingefahren. Das ist ja der Mondo, der links da ganz, das ist er. Der hat den 2er Golf einfahren müssen. Dürfen. War ein Geiz. Ist ein cooles Gespann immer. Das weiß ich, weil ich bin auch beim Vater, ich heimgefahren mit dem Bus und hinten ein 2er Golf um. Vorne hat der gepfeffert Austria mit dem Bus, hinten ein 1er Golf um. Und dann haben wir da hier auf der Autobahn mit 100. 100. Und auf alle Fälle war das richtig, richtig cool. Und wenn du so gespannt bist, du kriegst immer geschaut. Mit einem Bus und hinten dann einen alten Golf um oder so. Ja. Fahrwerk von uns natürlich drin. Und dann haben wir ja Fahrwerke von uns verkauft in seiner Region da unten. Also in der Region Bad Birnbach, Bad Griesbach, Bad Pocking, wollte ich schon sagen, in Pocking und Umgebung. Hey, dürft ihr alle gerne bei dem machen. Der macht sich, kümmert sich um das alles sehr, inklusive TÜV-Abnahmen, normale Reparaturen natürlich auch. Und wie gesagt, ich darf jetzt einen Tipp, dass ein langer Radschlag ist, aber normaler, gell? Weißt du warum? Weil wenn die Autos mal richtig tief sind, dann meint immer jeder, das ist ein langer Radschlag. Wenn der oben normal ist, dann sagt er, das ist ein normaler. Meine ist jetzt eigentlich schon wieder hochgegangen. Also wenn jetzt mein Umbau auf T6.1, er fährt jetzt an 245, 30, 20. Geht, sagt er, weil er abgelast hat. Also man kann ja die Busse ablassen, weil die haben da ganz viel Zuladung, sage ich jetzt einmal. Und durch diese viele Zuladung kannst du natürlich die Autos dann dementsprechend ablassen, ob du das mit Zuladung machst oder mit Sitzplatzstreicher und so weiter und so fort. Die haben sogar eine Dachlast, also die kannst du sogar bei denen erst so und so viel Gewicht dafür legen, weil bei meinem Transporter zum Beispiel kannst du ja oben dann so, wenn du so ein Heizungsbauer bist oder so, weißt, dann musst du deine Rail fahren und deinen ganzen Zeigel, dann hast du oben dann noch so einen kleinen Dachgepäckträger, der hat auch noch etliche 100 Kilo, das was du dann noch Dachlast hast. Und deswegen kann man das ablassen. Ja, so. Elegance Wheels, stimmt das so? So sagt man so. In 29 geht auf aus. Wahrscheinlich. Nein, mit 245er. Dann schaut das alles gleich ganz anders aus, wenn man alles macht. Was hast denn du Achslast? 1300 Kilo. Was ist denn Schein da? Darf ich nachschauen? Sonnenblende. Das interessiert mich. Ja, drei Bio-Rad dabei in der Mitte. Ja, wunderbar. Ab und Jolly, alles dabei. Pass auf. Na? 50-50 steht da drin. Dann hätte ich auch den Reifen von Kindern. Warum fahre ich dann? Ich habe 1300 Kilo. So bin ich abgelast. Kruzifix noch einmal. Habe ich einen falschen Reifen um. Darum komme ich nicht runter und schleife durch sie. Wie viel gleich weg? Das glaube ich. Verkaufe ich. Ja, haben wir das letzte Mal schon entdeckt. Ja. Der Daniel ist nichts blöd. Dein Tiroler sagt. Okay. Sehst du das? Der hat es gleich auch so gemacht. Ich hätte einen Transporter auch. Ich brauche nicht einmal jemanden mitnehmen. Wir gelangen es mal vorne als Drittes drin sitzen. Wie wir auf die Baustelle von Daten. Ja, wie gesagt, das ist jetzt noch gepfeffert V3 verbaut, mit dem zweiteiligen Federnsystem hinten, das muss man dazu sagen, weil wir haben ja das Federnsystem, wir haben jetzt das TÜV-Gutachten für den T5, T6 Bus, inklusive schwerer Achslast, also das heißt mit Klemmdurchmesser oder mit Schellenbefestigung. Schellenbefestigung heißt, das ist so wie Golf 1, 2, 3, da wo mit zwei Schrauben quasi unten, wo du den Sturz verstellen kannst. Das haben meistens die Schwerlastfahrzeuge. Und dann gibt es halt das mit der Klemmung, so wie es der 4er, 5er, 6er, 7er Golf hat. Und da haben wir jetzt ein ganz normales Fahrwerk mit Gutachten in der Variante 3. Ganz normal mit einer Feder hinten drin. Das ist jetzt das Fahrwerk, was eigentlich in meinem Bus verbaut ist. Jetzt, wenn man da umschauen mag, ist das natürlich schon ein bisschen ein Unterschied von der Höhe her, dass sein Bus tiefer ist wie meiner. Warum? Dass das so ist. Das können wir jetzt gleich nochmal ganz genau erklären. Jetzt hat man einen direkten Vergleich. Gut, ich habe einen riesen Wurstreifen auch, den wo ich eigentlich gar nicht brauche, was wir jetzt gerade rausgefunden haben. Aber stell dir vor, ich hätte den Reifen um und dann mit dieser Tieferlegung hätte ich wahrscheinlich so viel Luft im Radkasten. Das hat er nicht. Und das ist deswegen so, weil er das zweiteilige Federnsystem hat. Das siehst du jetzt bloß nicht, weil es dahinter ist. Und ich habe eine Tonnenfeder. Das können wir natürlich auch mit dazu anbieten. Man muss das ganz ehrlich sagen. Wenn der Kunde zu uns kommt und lässt das bei uns einbauen, dann kann man das bei Sonderabnahme dann immer noch eintragen mit dem zweiteiligen Federnsystem. Verkauft werden die Fahrwerke natürlich mit diesem einen Federnsystem, das so wie es geprüft worden ist. Und dann ist das die Tiefe. Die Federn sind 3 cm tiefer gegenüber Serie KW-Fahrwerk.
ist für die 90% der Kunden ausreichend. Allerdings haben wir natürlich auch solche Buskunden, die das gerne so haben möchten. Und wenn sie es so haben möchten, natürlich, ist das natürlich eine ganz andere Nummer. Und dann brauchen wir das zweiteilige Federnsystem. Das kann man bei uns natürlich auch käuflich erwerben und kann man bei uns dann TÜV'n. Ja? Von daher. Multivan ist natürlich immer cool, weil dann kannst du hinten sitzen. Hoffentlich hat er jetzt kein Leichen. Okay. Ich habe jetzt quasi einen Dreisitzer oder einen Viersitzer. Und das ist halt schon eigentlich ganz viel wert, sage ich jetzt einmal, wenn man von innen hier. Multivan ist schon ganz was anderes wie ein Transporter. Also ich bin doch noch mal, wenn ich jetzt nicht meinen Bums gehabt hätte von meinem Bus, ne, dann hätte ich wahrscheinlich auch meinen Bus noch mal getauscht und hätte gegen irgendwas genommen, wo hinten eine Sitzbank drin ist, wo richtige Fenster drin sind, wo man auf und zu machen kann, weil es eigentlich schon sehr, sage ich mal, komfortabel ist und dann kann man auch Vorradl rein da trotzdem da drinnen fahren und trotzdem sitzen dann im Auto. Und vorne brauchst du nicht drin sitzen, wie wenn du im Wohnschrank fahren würdest. Ne? Also mit der Sitzbank vorne drin, da, das ist natürlich schon ein bisschen dran. Ja, wie gesagt, Bus ist es dann schon, so, von der Dings her, das sind schon gute 5 cm. Der Bus wahrscheinlich tiefer ist, sogar ein Meterstopp da. Aber ich mag mir das gar nicht an, aber dann bin ich auf mich grantig selber, dass ich so einen hohen Bus habe. Aber nicht mehr lang, weil dementsprechend die Federn kriege ich jetzt wieder. Aber wir bauen wir ja ein Haus und dann umbauen und da passt das natürlich jetzt aktuell. Das sind jetzt unsere Raffa-Wheels, die wir jetzt aktuell drauf haben und die, wo wir auch Vertriebspartner jetzt sind. Aber da sind jetzt schon Winterreifen haben. Ja, gut. Ansonsten ist immer noch T5. Nichts Facelift, sonst irgendwas, weil da hat sich ja dann noch was geändert. Das hat man an dieser Griffleiste gehabt. Die waren ja die T5, waren da lang, sage ich jetzt mal, in der gleichen Optik, sage ich jetzt einmal. Bloß der Griffleiste war hinten ein bisschen anders da. Und dann die Lückleuchten, das sind eigentlich das, gewesen, das Ausschlaggebende, wo eigentlich dann immer getauscht worden ist von T5, T5 Facelift, T6, T6.1. Ja. Und mittlerweile ist ja alles LED-Technik und da sind wir jetzt immer noch dran, dass wir das zum Laufen bringen, das Ganze bei uns, weil das gar nicht so einfach ist mit den ganzen Campus und so weiter. Ja, ja gut. Das war jetzt nochmal, was haben wir denn eigentlich? Ist das 2 Liter oder 2,5er? Weil den Modell hat den 2,5er ein bisschen angehen. Ja, 131 PS und 274. Das ist extra, da war jetzt draus. Das ist jetzt von Motorisierung. 2,5er. Der große oder der kleine? 130 oder 170 PS? Groß und größer. Groß und größer, das heißt? Ja, gut, ja, größer. Was haben wir da an Leistung jetzt? 240 PS. Geht gut, aber schon Frontler oder Allrad? Von Motion einer. Du spielst von mir. Ja, so haben wir nichts gespart. Ja, du, das ist. Jetzt, wenn er auf der anderen Seite einer Schiebedeck hat, dann habe ich gesagt, dann kaufe ich lieber den für 8,5. Ja, ich muss einen 2er Golf kaufen. Wie kann man das Gespann ausnehmen? 15, super, nimm ihn. Mit dem Anhänger auch noch dabei. Auch nicht, gar nicht selber. Den brauche ich dann nicht. Sehr gutes Fahrzeug, echt, da kann man nichts sagen. Sowas baut VW nie wieder. Das wird es nicht mehr geben. Und einen richtig robusten, hubraumstarken Motor mit Allrad, allem drum und dran. Heutzutage ist es nur so geschissene 2 Liter Diesel, die wo du nach 40.000 Kilometer sowieso im Turm fliegt und ein beschissenes DSG drin hast, das wo fährt wie ein Auto. Im Bus hast du nicht immer DSG. Nein, aber wenn du DSG hast, ja, dann ist es von Arsch. Ja, gut. Wollen wir mal vorne reinschauen? Da schauen wir rein, wenn wir schon einen Upgrade-Lader drin haben und so weiter. Wie bei Fast and the Furious drin jetzt auch so ein Apokalypto. Wie so eine Lila-Luxin-Turbine. Sagt man nicht viel. Ja, gute 5 Banger. Und da 6 Stücke nichts ist verbaut. Da gehst du 6 in Obi da, da sind die 6 da, 6 da wegen hin. Das war's dann. Da sechst du ja nichts, dass da was ist. Und vom Leuluftkühler sechst du auch nichts. Alles schön verbaut. Ein Riechertürer für einen alten Liebherrbacker. Das ist ganz normal. Das ist ein Juli, wenn ich diesen Spruch. Ja, haben wir gesagt, das machen wir auf alle Fälle, weil Bus geht immer. Und vor allem, man bedenke, ein dürfer wird der Bus, wie einfach das ist. Beim Einsteigen, das ist ja Wahnsinn. Weißt? Ja, wenn du so dicke Bauch hast, weißt du schon wie hier, dann brauchst du gerade ein bisschen so, und schon bist du drin. Die anderen vom Bus weiter dann, weil die hupfen da runter. Aber da, das ist verleitet so stark, weil du steigst dann direkt ganz raus. Das musst du mal ausprobieren. Wenn jemand einmal einen T6-Bus oder T5-Bus hat, der wo genau ist, versucht von ganz oben zum Aussteigen, kriegst du den Fuß, garantiert da. Hagelst weg, wie nix. Also, eine kleine Einsicht in T5-Bus-Tuning. Erste Generation. Upgrade-Lader.
Wagner Leihluftkühler, 240 PS, 2,5 Liter 4Motion. Ja, was möchtest du mehr? Geiler geht's ja nicht. Gibt WFV weiter drin, saubere 20 Kum, abgelast, Multivan, ein wenig zum Außendrahl, Anhängerkupplung. Ja, sind die Bus an Seiten geworden. Kilometer? 260.000, da fahre ich noch mit 260 Kaffee auf dem Motor. Also, servus, Havadere.